Hallo, herzlich willkommen bei diesem sehr, sehr wertvollen Thema, einem Thema, was zeitlos ist und was uns immer wieder bewegt und bewegen wird. Und das ist das Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz und Selbstvertrauen. Im Grunde genommen geht es gar nicht anders. Wir haben eine Basis und das ist die Selbstliebe und die können wir aufbauen, die können wir selber entwickeln. Wir können uns das selbst geben, was wir vermissen oder was wir bei anderen erwarten oder von anderen erwarten. Und es ist deswegen so ein bewegendes Thema, weil im Grunde genommen es nie aufhört. Die Selbstliebe, die erweitert sich und oft, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, jedenfalls mir geht es so, ich arbeite jetzt schon so lange an dem Thema Selbstliebe und dennoch spüre ich oder komme ich immer wieder an Punkte, dass ich sage, Mensch, siehst du, da hast du in die Ecke, hast du noch nicht wirklich reingeschaut. Ich erzähle euch, wie dieser Beitrag heute ablaufen wird. Wir werden gemeinsam eine Selbstliebeübung machen und zum Ende hin werden wir eine Selbstliebe-Meditation machen, denn es gilt auch, diese ganzen Impulse zu verankern und richtig im System ankommen zu lassen. Okay, also, ich erzähle dir ein bisschen was über das Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz im Allgemeinen und was auch die Selbstliebe verhindern kann. Und da gibt es natürlich, wahrscheinlich kennst du das sehr, sehr gut, genauso wie ich, was die Selbstliebe verhindern kann. Neulich hat mich jemand gefragt, ein Kollege hat mich gefragt, er hat mich neu kennengelernt und hat gesagt, so was ist denn jetzt deine Geschichte, wie bist du denn dazu gekommen oder wie hast du dich zum Glückscoach entwickelt und wie ist dein Weg gewesen? Und ich habe einfach ganz spontan gesagt, weißt du, ich bin, und anstatt zu sagen, ich bin eine Expertin für Glückstraining, für Motivation, für Power-Affirmationen, habe ich aus dem tiefsten Herzen gleich gesagt, ich bin eine Expertin für Selbsthass. Ich sag's dir, ich bin ein Selbsthass-Pionier. Und dann musste ich selber über meine eigenen Worte lachen und er schaute ganz verdutzt und ich habe gesagt, ja, weil so wie ich hier sitze, wenn du mich so siehst, denkst du dir, na ja, du hast ja Selbstvertrauen, du strahlst, du hast Charisma, du hast alles. Aber mitnichten, das war nicht immer so. Es war wirklich so, war ich hier sitze, nicht immer so. Und viele von euch kennen mich aus den Seminaren, aus Happiness House natürlich, unserer Online-Coaching Academy, von den Seminaren, die ich mit Pierre Frank, meinem Mann, zusammen mache, zu den Themen Liebe und Partnerschaft, Beruf, Berufung, Geld, innerer und äußerer Reichtum. Ihr kennt mich, habt mich vielleicht auf der Bühne gesehen und ihr wisst vielleicht, dass ich vorher einen anderen Beruf hatte. Und dieser Beruf, Schauspielerin, den habe ich mit großer Begeisterung gemacht. Ich wollte immer schon Schauspielerin werden. Und im Grunde genommen habe ich in mir selbst ein unglaubliches, also Minderwertigkeitsgefühl in mir getragen und dachte mir, ich bin ja es gar nicht wert, dass man das gut findet oder dass man mich schön findet oder dass man das toll findet, was ich mache. Ich war wirklich innerlich komplett zusammengefallen und dachte mir, ich bin es überhaupt nicht wert, geliebt zu werden. Und ich habe dann durch verschiedene Bücher, natürlich Bücher sind ja immer der erste Einstieg. Ihr könnt gerne auch hier Feedback geben, was euer erstes Einstiegsbuch war, womit ihr begonnen habt, euch auf den Weg der Bewusstwerdung zu machen und auf den Weg der Selbstbetrachtung und Persönlichkeitsentwicklung. Und erzählt mir mal, welches Buch hat euch denn am meisten inspiriert? Was war denn euer Einstieg zu diesem Thema? Das interessiert mich total. Ach, Erfolgreich wünschen war dein erstes Buch, wie schön. Buddhistische Literatur, ja, das ist jetzt auch mein Einstieg, buddhistische Literatur. Ich habe sehr, sehr viel gelesen über tibetischen Buddhismus, über den Buddhismus an sich. Ich habe das Buch, was ich auch in dem anderen Seminar mal erzählt habe, Wenn Frauen zu sehr lieben, damit habe ich mich aus meiner relativ schwierigen Beziehung herausgearbeitet und habe festgestellt, dass wenn ich mich selber nicht liebe, und wenn ich mich nicht lieben kann oder ich nicht lerne, mich zu lieben, mich auch die anderen nicht so vollkommen lieben können oder ich kann es auch nicht annehmen. Das heißt, oft ist es so, dass andere einen lieben, aber wir können es nicht annehmen. Ah, geistige Gesetze, erfolgreich wünschen, Selbstliebe, genau. Vor 25 Jahren Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. Ja, das war auch eins meiner Einstiegsbücher. Und Louise Hay, natürlich die großartige Louise Hay. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich hatte die große Ehre, dass ich die Stimme bin der deutschen Hörbücher von Louise Hay.
zum Beispiel Liebe deinen Körper, Herzensweisheiten. Also wenn ihr so ein bisschen herumsucht, ich habe die ganzen Affirmationen und die Meditationen gelesen. Nicht alleine, andere Sprecherinnen haben das auch gemacht, aber ich habe ganz, ganz viel von Louise Hay natürlich gelesen und vorgelesen und publiziert. Das ist eine große Ehre für mich gewesen. Und ich habe ihren Lebensweg auch verfolgt natürlich, weil sie einen ähnlichen Lebensweg hat wie ich. Sie ist ja auch aus den Medien Schauspielerin gewesen und hat sich dann sozusagen von diesem Beruf entfernt und hat dann ihren Weg gefunden und ihre Berufung gefunden. Und so ist es auch mit mir gewesen. Ich habe festgestellt und einfach gespürt, so kann ich nicht weitermachen. Ich kann ja nicht ständig mich selbst verleugnen, mich selbst beschimpfen, mich zu Tode kritisieren, mich selbst fertig machen, hinter den Kulissen weinen und dann die Tränen wegwischen und schon auf Stichwort raus oder bei den Dreharbeiten dann im Wohnwagen vor mich hinweinen und dann einfach mich als letzten Dreck empfinden und dann rausgehen und sagen, tata, hier bin ich. Das ist einfach, das hat mir so wehgetan, das war überhaupt nicht gesund. Und ich habe in dieser Zeit auch sehr stark abgenommen. Ich habe auf dem Höhepunkt meiner Karriere, vielleicht kennen einige von euch meine Serie Katrin ist die Beste, ich habe auf dem Höhepunkt meiner Karriere war ich am unglücklichsten. Ich habe 55 Kilo gewogen. Ich war wirklich nur ein Schluck in der Landschaft. Die Kostümbildnerinnen haben immer versucht, mir noch mehr Pullover, noch mehr Jacken sozusagen für die Szene anzuziehen, weil ich schon wirklich Haut und Knochen war. Weil ich mich so abgelehnt habe und mich so schrecklich empfunden habe, dass es kaum auszuhalten war. Für mich natürlich sowieso nicht und für meine Umgebung. Und ich habe dann gedacht, das kann nicht gesund sein. Es kann nicht gesund sein, dass ich mich selber so fertig mache. Und ich habe dann für mich festgestellt, ich habe sehr, sehr viel geschrieben in der Zeit. Schreiben ist sowieso für mich ein unglaublich heilsames Mittel, um mir über meine Gedanken klar zu werden und über diese toxische Art, wie ich mit mir umgegangen bin, wie ich mich selbst gequält habe, überhaupt auf die Spur zu kommen, was ich da mir selber antue. Und ich habe festgestellt, dass, und das habe ich auch in meinem Buch Seelencoaching geschrieben, ich habe festgestellt, dass es Selbstsabotagemechanismen gibt, aus vielen, vielen unterschiedlichen Gründen. Die meisten liegen natürlich in der Kindheit. Und diese Selbstsabotagemechanismen, die sind, und die kannst du dir jetzt gerne aufschreiben, wenn du möchtest. Und eins meiner größten Selbstsabotagemechanismen war, Perfektionist zu sein. Also die Nummer eins ist Perfektionismus. Immer alles super perfekt machen, immer nie fertig werden, es ist nie genug, immer hinter irgendetwas hinterherrennen, nicht schlank genug sein, nicht schön genug sein, nicht perfekt genug sein, die Zähne sind nicht gerade, die Augen sind zu groß, der Mund ist zu groß, die Nase ist zu groß, die Ohren sind zu groß, die Läppchen sind zu klein. Ich habe ein Hörbuch gesprochen, das heißt Liebe deinen Körper von Louise Hay und da gibt es Meditationen, wie man anfängt, seinen Körper zu lieben. Und ich habe meinen Körper komplett abgelehnt, ich konnte auch nicht in den Spiegel schauen. Und wir werden gemeinsam so eine kleine Übung machen, wie wir vor dem inneren Auge in den Spiegel schauen. Das kommt von Louise Hay, sie hat das in ihren Seminaren auch immer gemacht. Und das finde ich ganz, ganz wesentlich und wichtig. Also der erste Selbstverhinderungsmechanismus ist definitiv Perfektionismus. Wenn wir perfekt sein wollen, was es nicht gibt, Perfektion gibt es nicht. Sie sollte es auch nicht geben, sonst gibt es keine Weiterentwicklung. Das ist die Nummer eins und die kannst du dir natürlich gerne notieren. Die Nummer zwei ist, sich mit anderen zu vergleichen. Wenn du dich mit anderen vergleichst, wie sollst du dann jemals dich selber anfangen zu akzeptieren, zu lieben, so wie du wirklich bist? Andere sind immer in den Augen von einem selber natürlich immer schöner, schlauer, besser. Sie sind perfekter. Und heutzutage ist es ganz, ganz schwierig, sich nicht zu vergleichen.
Es ist ja noch viel schwieriger geworden. Das ist ja, die Schwierigkeit hat sich potenziert, weil es eben Instagram gibt, es gibt YouTube, es gibt Facebook, es gibt diese Millionen von Menschen, die ständig tolle Urlaubsbilder fotografieren, das beste Essen fotografieren, sich selber in den schönsten Positionen mit den tollsten Klamotten an wunderschönsten Urlaubsorten, und die spiegeln einem eine Welt vor. Sie sind der Gewinner, und dann kommt natürlich automatisch der Umkehrschluss. Ja, aber was ist dann mit mir? Dann muss ich ja ein Verlierer sein, wenn die tolle Urlaube sich leisten können. Bora Bora, Malediven, die tollsten Klamotten. Der wunderschönste Prinz kniet vor ihnen hin, hat natürlich so einen dicken Brilli. Also das ist noch viel schwieriger geworden, sich nicht zu vergleichen. Wer von euch ist denn um die zwischen 25 und 35? Das schreibt einfach mal ich rein, dann kann ich sehen, wie die Zusammensetzung ist, denn ihr habt es ganz besonders schwer, finde ich, weil in eurer Generation sind die sozialen Medien richtig nach oben geschossen. Vor 25 Jahren, ich meine, da habe ich ja schon genug mich selber verglichen und fand mich nicht toll genug, und ich fand alle anderen toll, noch viel toller als ich überhaupt jemals sein könnte. Ich habe mich so klein gefühlt mit Hut, und die anderen waren ganz großartig. So, ja, dein Kind, genau, du, ja, genau, ganz, ganz viele sind dabei jetzt. Ja, es ist so, ihr habt es noch viel schwieriger, weil diese Scheinwelt wird noch stärker auch gefüttert von allen. Und ich habe mit einigen Influencern gesprochen, die sind so um die 22 bis 25, die haben durchschnittlich 220.000 bis 250.000 Follower. Und sie haben mir sozusagen in einer stillen Ecke gestanden, dass sie mentale Probleme haben, dass sie depressive Stimmungen haben. Das geht sogar bis zum Selbstmordgedanken. Sie haben gestanden, dass sie sogar Medikamente nehmen dagegen und, und. Also hinter den Kulissen, und das macht mich natürlich noch aufmerksamer und achtsamer, und es ist mir noch eine viel größere, ist mir noch ein viel größeres Anliegen, jedem von euch zu sagen, die ihr das seht jetzt, diesen Beitrag, das alles ist eine andere Welt, es ist eine Scheinwelt. Das ist eine Rolle, die diese Menschen einnehmen, und das ist nicht die Wirklichkeit. Ich habe 25 Jahre in diesen Medien verbracht. Ich weiß, wie die Mechanismen funktionieren, und ich kann euch sagen, glaubt nicht alles, was ihr lest, glaubt nicht alles, was ihr seht, was euch vorgespiegelt wird. Es gibt natürlich bei jedem Menschen, und das macht das Menschsein aus, die tiefsten Punkte der Seele, die Verzweiflung, die Ohnmacht, die alles, was das menschliche Spektrum an Gefühlen bereithält, das gibt es alles, und genauso für diese Menschen auch. Ich habe eine junge Frau kennengelernt, Influencerin auch auf Instagram. Wenn man die im richtigen Leben sieht, ist sie magersüchtig. Sie ist ein Klappergestell, aber sie fotografiert sich immer auch so gut und immer mit großen Melonen und hier noch ein Smoothie und hier noch ein Saft und so. So aus einem Blickwinkel, sie ist natürlich auch Model, dass so es fantastisch aussieht. Letztendlich, wenn man in die Augen schaut, ist es ein ganz einsames Mädchen. Also bitte das alles mit Vorsicht zu genießen, denn das ist nicht wirklich die Wahrheit, was da gezeigt wird. Das sind Rollen, die die jungen Frauen oder jungen Männer annehmen, und im Inneren schaut es oft ganz, ganz anders aus. Ich sage nicht, dass es bei allen so ist, aber ich habe bis jetzt noch keine kennengelernt, die super glücklich war. Ich könnte euch, was ich nicht tue, auch Kollegen aus Hollywood sagen, wunderschöne Frauen, die ihr sicher alle ganz toll findet, und wenn ihr dann mit denen Mittagessen geht und das Mittagessen für die besteht aus Whisky, Cola, dann schaut ihr euch die Schönheit vielleicht auch ein bisschen anders an und nicht so, wie das vorgespiegelt wird. Also, wir haben jetzt schon mal zwei der absolut giftigsten, toxischsten Mentalprogramme kennengelernt. Das eine ist Perfektionismus und das andere ist sich vergleichen. Dann gibt es den dritten Punkt, ist, wenn wir uns ständig selber kritisieren, dann machen wir uns fertig. Das ist eine Abwärtsspirale. Und in dieser Abwärtsspirale habe ich mich jahrelang befunden. Jahrelang.
jahrelang. Ich kann es gar nicht oft sagen, weil ich diese Zeiten, ich spüre sie noch, wenn ich mich daran erinnere. Und es ist wirklich eine Herausforderung, diese Abwärtsspirale zu stoppen und sich nach aufwärts zu bewegen. Und deswegen sage ich, ich bin Expertin für Glückscoaching, für Power-Affirmationen, für positive Überzeugungsketten und Gedankenketten, weil ich weiß mittlerweile so viel, wie die Hirnforschung funktioniert, wie die ganzen Studien glücklicherweise sind jetzt in der Zwischenzeit, seitdem der Pierre und ich begonnen haben, unsere Seminare zu machen und unsere Coachings und unsere Online-Academy zu entwickeln. Wir haben die ganzen Studien der Hirnforschung lassen wir einflechten, weil es mittlerweile bewiesen ist, dass unsere Gedanken unsere Gefühle steuern, die Gefühle die Gedanken steuern und dann die entsprechenden Hormone ausgeschüttet werden und auch entsprechende Areale im Gehirn aktiviert werden. Wir wissen heutzutage, dass dieses Ding, wenn es Ping macht und wenn die ganz vielen Likes kommen, es ist entwickelt, dass das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert wird. Und deswegen sind so viele Menschen süchtig nach diesem Ping, nach dem Like, nach dem Herzchen, nach dem, was da nach oben flattert, weil es dafür designt ist, das Belohnungszentrum im Gehirn zu aktivieren. Wir fühlen uns geliebt. Letztendlich kennen wir die Personen gar nicht, die uns liken. Wir kennen diese Personen auch nicht, die uns nicht liken oder die uns einen blöden Kommentar hinterlassen. Das ist alles ein Zeichen derer Wahrnehmung, also derer Welt. Und da kommen wir auch gleich zum vierten Punkt. Also dritter Punkt war, wir haben einen inneren Kritiker, der sitzt uns hier oder im Hinterkopf oder wie ein kleiner Mann im Ohr, der uns ständig zuflüstert. Und das ist wirklich schwierig zu transformieren. Und ich werde euch dann später, wenn ich mit diesen fünf Punkten, wenn ich die Erklärung euch gegeben habe, dann darauf eingehen, wie wir diesen inneren Kritiker stoppen. Das haben wir auch in unseren Büchern beschrieben, in den 6-Minuten-Coach-Büchern, wie man diesen inneren Kritiker stoppen kann. Dadurch, dass wir uns selber ständig so kritisieren, das kommt natürlich aus der Kindheit, das sind die vielen Erziehungsmaßnahmen, die wir ständig gehört haben. Ja, und die ständige Selbstkritik ist grausam. Ja, auf mich trifft alles drei zu. Ja, warte, bis ich den vierten und fünften Punkt sage. Im Grunde genommen treffen alle fünf Punkte immer wieder auf uns zu. Und wir haben immer wieder eine kleine Herausforderung, die dann wegzuschicken oder zu sagen, stopp, innerer Kritiker, hör auf, mich niederzuquatschen oder niederzumachen. Also, wir haben gesprochen über Perfektionismus, wir haben gesprochen über Vergleichen, wir haben gesprochen über den inneren Kritiker. Und der vierte Punkt ist, und das resultiert aus dem inneren Kritiker, dass wir uns so grausam verurteilen, dass wir uns fast vernichten, ich sage manchmal atomisieren dazu, und dadurch können wir uns auch nicht verzeihen. Das heißt, wir gehen in die Welt zum Beispiel, sind ganz begeistert und enthusiastisch und rennen auf den nächsten Menschen zu und umarmen den. Also ich sage jetzt mal, ob wir jetzt ihn körperlich umarmen oder seelisch umarmen und das ist jetzt der Mensch. Und dann machen wir irgendetwas oder sagen wir irgendetwas und dann gibt es eine Verletzung. Und dieser Mensch ist verletzt und wir sind natürlich auch verletzt. Dann sind wir geschockt, dass wir das gesagt haben, dass wir das getan haben. Und dann machen wir uns schon mal fertig, dass wir das gesagt haben oder getan haben. Und dann können wir uns es nicht verzeihen. Schon mal gleich gar nicht. Da tun wir gleich mal so einen Deckel drauf, Stempel drauf. Und dieser Stempel, der heißt, siehste, ich bin nicht liebenswert. Man kann mich nicht lieben, weil ich habe etwas ganz Schlimmes gesagt, ich habe einen anderen Menschen verletzt oder ich habe mich selber in eine Situation gebracht. Siehst du, zack, wieder, ich bin nicht liebenswert. Man kann mich nicht lieben und ich bin nicht in Ordnung so, wie ich wirklich bin. Denn wenn ich in Ordnung wäre, dann würde ich das nicht gemacht haben. Und damit kommt wieder eine Abwärtsschleife in Gang, machen wir uns wieder selber fertig und wir können uns auch noch zu allem Überfluss nicht verzeihen, dass wir das getan haben. Also, das ist wirklich Grausamkeit pur. Und
dieses Nicht-Verzeihen-Können, da kommt natürlich dann der fünfte Punkt, die greifen so ein bisschen ineinander, diese ständigen Vorwürfe. Wir machen uns dann auch noch ständige Vorwürfe. Das heißt, wir haben uns schon mal abgestempelt und dann machen wir uns ständig Vorwürfe. Genau, also sagt mir mal euer Feedback dazu, zu diesen fünf Punkten. Welche von diesen fünf Punkten resonieren oder gehen in Resonanz mit dir? Stell das mal in den Chat hinein und stell deine Frage auch. Verurteilen heißt teilen, mich von der Liebe trennen, das macht traurig. Genau, das hast du sehr, sehr schön formuliert. Ich lese das nochmal vor in Ruhe. Verurteilen heißt teilen, mich von der Liebe trennen, das macht mich traurig und das macht traurig, ja. Oh ja, das kenne ich und das ist das ständige Glaubensmuster. Selbstvorwürfe aller außer eins, also Perfektionismus hast du nicht, Gott sei Dank, sei froh. Ich vergleiche mich oft mit anderen, auch wieder Perfektionismus trifft alles zu. Bei mir ist es das Vergleichen mit anderen, Vorwürfe, Selbstkritik. Genau, also vergeben ist besser als verzeihen. Ja, weißt du, welchen Begriff du auch immer dafür nimmst, vergeben, ich gebe etwas von mir weg, ich gebe mich hin. Das alles sind Begriffe, letztendlich steht dahinter, hinter diesem Wort, ein starkes Gefühl, eine starke Emotion. Und wenn diese starke Emotion ist, ich fühle mich hilflos, ich fühle mich ohnmächtig, ich fühle mich traurig, dann gibt es Wege daraus. Und jetzt möchte ich mit euch, und ich werde das tun, werde ich mit euch die Übung machen. Seid ihr bereit dazu, euch aus dieser Abwärtsspirale nach oben zu bewegen und eine ganz einfache, simple Übung zu machen? Und die machen der Pierre und ich immer in unseren Seminaren. Das nächste Seminar ist ja jetzt im Februar. Da machen wir das wunderschöne Seminar Ziele finden, aktiv umsetzen. Auch das ist wichtig, ist eine Selbstliebeaktion, sich Ziele zu formulieren, zu definieren und auch sich auf diese Ziele zu bewegen. Und das machen wir im Seminar. Da werden wir ganz aktiv daran arbeiten, wie du durch Selbstliebe auch die nächsten Schritte finden kannst. Also, wunderbar. Liebe Michaela, bevor ich euch kennenlernte und eure Seminare besuchte, hatte ich fast alle Punkte. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute anders denke und fühle. Danke an euch beide. Super, vielen Dank, dass du dieses Feedback geschrieben hast. Ach, was war nochmal der fünfte Punkt? Das ist sich selbst Vorwürfe machen. Das ist der fünfte Punkt. Also, jetzt kommt ihr auf den Plan. Bevor wir die Übung anfangen, bitte schreibt mir ganz kurz hier in den Chat hinein und ich lese das auch vor. Was ist deine größte Herausforderung? Abgesehen von diesen fünf Punkten, was ist deine größte Herausforderung? Der Grund dieser Frage ist, ich kann dich dann viel besser mit meinen Tipps und Inspirationen und auch der Meditation unterstützen und auch dir dann vielleicht eine E-Mail schreiben, dir dann sagen, dieses Buch, dieses Produkt, dieses Seminar, wenn du Lust hast, kannst du dich natürlich immer von diesem Newsletter abmelden, dass du dann weißt, in diese Richtung könnte ich mich dann weiterentwickeln oder finde ich Persönlichkeitsentwicklungstipps. Also, ist es die Herausforderung, loslassen ist eine Herausforderung, dem Leben vertrauen, dir selbst zu vertrauen, Durchhaltevermögen, genau da haben wir einen ganz tollen Kurs bei Happiness House, unserer Online-Akademie. Wie soll man sich selbst lieben, wenn man von außen immer nur Ablehnung erfährt? Das ist etwas sehr Interessantes, das erzähle ich dir gleich. Nicht genug zu sein, nicht gut genug zu sein, mit mir liebevoll umzugehen, Nein sagen. Ja, Nein sagen ist auch eine ganz große Selbstliebeaktion. Ich kann mich nicht annehmen, so wie ich wirklich bin, authentisch sein, mein Leben zu leben. Das innere Kind heilen, genau, da habe ich ein super schönes Intensivseminar. Das ist immer ständig ausgebucht, also wenn ihr mögt, dann schreibt mir bitte eine E-Mail, wenn ihr dabei sein wollt. Sich selbst, für sich einzustehen, ja genau, loslassen, Disziplin, Selbstfürsorge, Auseinandersetzungen aushalten, ja, nicht mich mit anderen vergleichen, genau, nicht gut genug sein, Nähe zuzulassen, genau, meine Grenzen klar setzen. Also ihr seht, auch jetzt, wenn ihr den Chat auch mitlest, vielen Dank für euer Feedback und euer Vertrauen, denn wir sehen, wir sind nicht allein. Wir sind
nicht allein. Es geht allen so. Es geht allen so und wir haben alle die gleichen ähnlichen Themen laufen. Also, jetzt beginnt die Übung. Und zwar heißt diese Übung, und die ist super easy, die ist super, sagen wir mal, einfach. Wenn du sie ausführst, wirst du merken, huch, da gibt es ja so einen kleinen Struggle, so eine kleine Herausforderung. Und einige, die bei den Seminaren waren, die schreiben dann da diese Liste vor sich hin, denen fällt noch mehr ein und noch mehr ein. Das heißt, warum ich das erzähle, ist, die Liste, wenn du die Übung zum allerersten Mal machst, ich sag auch gleich den Namen, wenn du die Übung zum allerersten Mal machst, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn du wenige Punkte hast. Mach diese Übung weiter, auch nach diesem Beitrag. Mach diese Übung weiter, vervollständige die Liste, lass die Liste offen liegen. Wenn du dann ins Bett gehst, morgens wieder aufwachst, schau dir die Liste an, lies die Punkte durch und addiere Punkte dazu. Also, die Übung heißt meine Selbstlobliste. Und die kannst du jetzt gleich anfangen und ich fordere euch heraus, mindestens 10 Punkte zu finden und aufzuschreiben. Und zwar jetzt mindestens 10 Punkte, die du toll findest an dir. Lobe dich selbst. 10 Punkte, die du toll findest an dir. Und wenn du schon soweit bist, dann kannst du diese Punkte in den Chat hineinstellen, denn du hast ganz, ganz viele wundervolle Eigenschaften, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn du magst, kannst du mit den körperlichen Punkten anfangen. Du kannst anfangen mit, was du toll findest an dir. Ich finde zum Beispiel toll an mir meine Augen und ich finde mein Lächeln toll. Und ich habe meine Nase ganz lange Jahre nicht toll gefunden. Jetzt ist mir das auch sozusagen, ich liebe meine Nase so, wie sie ist. Und dann, was finde ich noch toll an mir? Ich finde toll an mir meine liebevolle Art. Ich liebe an mir, dass ich großzügig bin, dass ich jeden Menschen umarme. Also da gibt es so, so viel. Also ich will jetzt gar nicht viel vorgeben. Schreib einfach auf, liste das auf, denn ich werde mal weiter erzählen. Du sagst, 10 finde ich im Leben nicht. Ich garantiere dir, wenn du das weitermachst und diese Selbstlobliste immer wieder machst, wirst du noch viel mehr finden. Und wenn es dir leichter fällt, fang mit den körperlichen Dingen an. Manche finden ihre Ohren ganz süß, manche finden ihre Hände wunderschön. Ich finde meine Hände auch zum Beispiel sehr schön. Ich erzähle nicht, was ich nicht schön finde an meinem Körper, weil das wäre ja kontraproduktiv, sondern erzählt mal, schreibt mal die Punkte auf, was ihr toll findet. Genau, da kommen schon die ersten Punkte. Hilfsbereitschaft findest du toll, wunderbar. Mein Gesicht, mein riesengroßes Herz, meine Einfühlsamkeit, mein jüngeres Aussehen, genau. Dann bin schon fertig, wie toll, das ist ja toll. Dann schreib einfach weiter. Das Gehirn liebt Listen. Das Gehirn liebt Listen. Wisst ihr warum? Weil wenn ein Punkt fehlt an einer Liste, dann will das Unterbewusstsein zwanghaft diese Liste vervollständigen. Das heißt, du bringst dich in eine Aufwärtsschleife hinein. Und diese Aufwärtsschleife, die wird immer mehr Glückshormone ausschütten. Du wirst es sicher jetzt schon spüren. Die wird immer mehr dir das Gefühl geben, hey, ich bin ja toll, ich bin ja auch toll. Ich habe ja auch tolle Sachen. Ich habe zum Beispiel, oh, übrigens auch ein wichtiger Tipp, schreib das auf, was du als selbstverständlich empfindest. Also selbstverständlich finden wir immer etwas, was wir gut können. Ich habe zum Beispiel überhaupt nicht gewusst, dass mein Organisationstalent ein riesengroßes Potenzial ist. Ich habe gedacht, naja, organisieren kann ja jeder. Jeder kann doch bitte irgendjemanden anrufen, nach dem Preis fragen und sagen, okay, optionieren Sie mir das bitte. Ich werde noch andere Leute anrufen, ich werde die Preise fragen. Also all diese ganzen Dinge, das kleine Einmaleins des Organisierens, habe ich mir gedacht, das ist ja nichts wert, das kann ja jeder. Und dann habe ich festgestellt, oh, 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 das kann nicht jeder. Nicht jeder kann diese logischen Dinge verknüpfen und organisieren. Also habe ich das als selbstverständlich empfunden und habe sofort aus der Selbstverständlichkeitsliste wieder zurückgetan auf die Ich-finde-mich-so-toll-Liste. Also du kannst auch
Ach ja, genau, du kannst gut zuhören. Ja, zuhören kann nicht jeder. Es kann nicht jeder zuhören. Es kann nicht jeder Empathie empfinden. Es kann nicht jeder Mitgefühl empfinden. Du findest deine langen Beine schön. Ich liebe mein Herz für andere. Ich liebe meine Loyalität, großzügig Jugendlichkeit. Du kannst Kinderherzen begeistern. Dein inneres Kind, du bist tierlieb, genau, ich liebe meine blauen Augen, ich bin loyal, ich bin treu, ich bin sehr empathisch. Genau, schreib noch viel mehr hinein und lest bitte, was die anderen schreiben, denn das ist, nach dem Gesetz der Resonanz, wir sind ja alle miteinander verbunden, das ist genau dieses wunderschöne Gefühl und diese Aufwärtsspirale und auch diese Inspiration, die wir uns gegenseitig geben können, denn wir sind ja alle miteinander verbunden. Wir haben eine unglaublich starke, ein starkes Bedürfnis, uns mit anderen zu verbinden. Und während ihr hineinschreibt, was ihr alles noch so Tolles könnt, hier steht, ich habe für alles eine Lösung. Großartig, das ist ein riesengroßes Potenzial. Du bist eine gute Mutter, du bist naturverbunden, du hast eine gute Stimme, du kannst andere gut motivieren, deine Kreativität, ich kann gut erklären. Das ist zum Beispiel ein riesengroßes Potenzial. Ich habe für die DVD, das Gesetz der Resonanz, viele Top-Wissenschaftler interviewt. Wirklich Professoren von den größten, besten Universitäten weltweit, von Amerika bis Russland und Deutschland überall. Kaum einer dieser fantastischen Supergehirne konnte gut erklären. Es war so kompliziert, dass ich, während ich da hinter der Kamera saß, hat mein Gehirn so richtig so, ah, was ist denn jetzt damit gemeint? Wieso ist denn das so kompliziert erklärt? Das kann man doch ganz einfach erklären. Also, genau, ich liebe meine Arbeit, da ich den anderen helfen kann. Habe jetzt bis zu 95% aller Fälle gewonnen. Super, das ist ja ganz, ganz fantastisch. Warmherzig, großzügig, ich bin ein liebevoller Mensch. Genau. Und jetzt, ihr lest ja und ihr seht ja und ihr hört, was ihr alle geschrieben habt. Und jetzt, Achtung, ganz kurz mal durchatmen, einatmen, pausieren und jetzt horch mal in dich hinein. Was für ein Gefühl löst das in dir aus? Und jetzt schreibe bitte nur deine Gefühle. Was für ein Gefühl löst diese Selbstlobliste in dir aus? Und während du dieses Gefühl hier hineinschreibst, möchte ich euch gerne darauf aufmerksam machen, dass natürlich der Pierre und ich auch noch meine eigenen Seminare habe, wie zum Beispiel das innere Kind. Das ist eine systemische Aufstellung, die eine ganz tiefgreifende Erlösungsarbeit ist, die die tiefgreifenden Verhinderungsmuster wirklich mit einem Wochenende erlöst. Also da kannst du gerne von mir Infos einfordern. Die Seminare Ziele finden, aktiv umsetzen, Liebe und Partnerschaft, den Seelenpartner finden, was wir im März machen. Dann das Modul Geld, innerer und äußerer Reichtum. Da kannst du überall für dein Thema etwas finden und wir stehen dir mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns natürlich riesig, wenn wir dich persönlich kennenlernen. Du fühlst Leichtigkeit und Wärme, genau. Du fühlst Zufriedenheit, Freude. Oh, ah, da kommt schon wieder ein kleiner innerer Kritiker. Achtung, dritter Punkt kommt schon wieder rein. Du hörst deine Oma sagen, du gibst an. Genau. Also, in dem Moment, wo du den inneren Kritiker, ob das jetzt deine Großmutter ist oder dein Vater oder deine Mutter oder deine Geschwister oder deine Lehrer oder deine Mitbewohner oder deine Mitkommilitonen, wer auch immer mit in deinem Umfeld ist und dich jemals herabgesetzt hat oder kritisiert hat. Das ist summa summarum der innere Kritiker, der dir ständig hier auf dieser Schulter sitzt und der dich wieder fertig macht. Und jetzt, genau, ich lese mal nochmal vor, was für ein Gefühl ihr empfindet. Ihr empfindet Liebe, du bist stolz auf dich, wie schön. Freude und dann empfindest du Wut auf den inneren Kritiker. Ja. Das ist nun mal so, aber auch da bitte achtsam mit dir umgehen. Das ist doch großartig, dass du spürst, dass du Wut empfindest auf diesen inneren Kritiker. Denn Wut ist eine super gute Motivation. Wut ist kein negatives Gefühl. Wut ist eine tolle, tolle Motivation, Nein zu sagen. Nein zum inneren Kritiker, nein zum äußeren Kritiker, einfach Grenzen zu setzen, wie auch hier dann als Feedback kam. Genau, du sagst von dir, ich bin total okay, wunderbar, Ruhe, Freude,
Oh, Trauer, weil du keine 10 Punkte findest. Du hast noch keine 10 Punkte gefunden. Du wirst weiter deine Liste vervollständigen. Du wirst einfach weiter an dir arbeiten, suchen und finden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dann noch viel mehr findest als 10. Freiheit, innere Wärme. Ja, das ist auch super schön, ein super schönes Gefühl. Ich habe zum ersten Mal innerhalb kürzester Zeit 10 Punkte nennen können. Yay, super! Das freut mich auch riesig. Das ist ja ganz großartig. Genau, sie werden kommen. Genau, die Punkte, die guten Punkte und die Punkte, die uns Freude geben und Wärme geben und uns stolz machen, die kommen mit der Zeit. Ah, auch interessant. Ich empfinde diese Dinge bei mir nicht als besonders. Stell dir mal vor, das ist besonders, du bist einzigartig. Du empfindest es nicht so, weil wahrscheinlich diese ganzen Punkte in deiner Kindheit als selbstverständlich erachtet worden waren. Oder vielleicht hast du auch gehört, du gibst an, wenn der Esel zu übermütig wird, tanzt er auf dem Eis. Also Übermut tut selten gut, Eigenlob stinkt. Übrigens, Eigenlob stinkt ist ja das Zitat schlechthin, um auf gar keinen Fall eine Selbstlobliste zu machen, weil man ja nicht stinken will. Also auch da sofort Nein sagen zu diesem Zitat, auskreuzen und sagen, das hat für mich keine Gültigkeit, hau wieder ab, denn wir sind uns es selbst wert. Und jetzt, wenn du spürst, was diese Selbstloblisteübung, was die mit dir macht, behalte dieses Gefühl und jetzt auf dieses Gefühl hin erzähle ich dir die 7 Punkte, wie du mehr Selbstliebe im Alltag haben kannst. Magst du die hören? Erzähl mal. Sag mir mal, wie es dir damit geht und du hast schon 20, das ist ja ganz großartig. Ja, wie schön. Genau. Also behalte dieses wunderschöne Gefühl. Denn wir werden zum Ende hin ja noch eine geführte Meditation machen, um dieses Gefühl zu intensivieren, damit du das in deinem Alltag weitertragen kannst. Okay, also behalte dieses wunderschöne Gefühl, schau dir diese Liste auch immer wieder an und jetzt sage ich dir die 7 Tipps, wie du mehr Selbstliebe im Alltag haben kannst und halten kannst. Also, der erste Punkt ist natürlich selbsterklärend und selbstredend. Nimm dir Zeit für dich selbst. Nimm dir Zeit für dich selbst. Und weißt du, wann du das machst? Gleich, wenn du aufwachst. Also, musst dir vorstellen, du wachst morgens auf und also ich habe zum Beispiel immer so eine kleine Hochdämmerphase. Also, ich bin wie so die Morgendämmerung. Ich habe es ein bisschen schwer, gleich mich so aus dem Bett rauszureißen, sondern ich dämmer so vor mich nach in die Wachheit hinein. Und in dieser Dämmerzeit, in dieser Wachwerdezeit, vergegenwärtige ich mir, wo ich bin und was für einen wundervollen Tag ich vor mir habe. Und ich stelle mir vor, wie dieser Tag sonnendurchflutet ist. Ich habe dann eine Farbe, die ich mir vorstelle. Meistens ist das Gelb oder Orange. Ich liebe diese sonnigen Farben. Und dann fange ich an zu lächeln und dann erinnere ich mich einfach an die Punkte, auf die ich Lust habe, heute zu machen. Und auch wenn du vielleicht einen Job hast, bei dem du dich jetzt noch nicht so glücklich und wohl fühlst, du wirst sicher irgendeine Kleinigkeit finden, auf die du dich freust. Also finde eine Kleinigkeit, auf die du dich freust. Das ist der erste Punkt. Dann gönn dir etwas, also schenk dir etwas, gib dir eine Belohnung. Selbst als ich eine ganz, ganz junge Schauspielschülerin war und überhaupt nicht kein Geld zur Verfügung hatte, habe ich mich jeden Tag für etwas, was ich geschafft habe, ich habe so eine kleine To-Do-Liste gemacht und ich habe dann, was weiß ich, Übungen gemacht, die mir aufgetragen worden sind oder Hausaufgaben gemacht oder ich habe etwas fertig gemacht und dann habe ich mir einen Punkt gesetzt am Tag, an dem ich mich belohne. Und ich bin dann spazieren gegangen zu meinem allerliebsten Pralinengeschäft. Und die hatten in Wien handgeschöpfte Pralinen. Jetzt ist natürlich irgendwie alles handgeschöpft, klar, gibt es nichts Besonderes. Aber vor 30 Jahren war das eine ziemlich, ich glaube sogar länger, eine ziemliche Besonderheit. Und da gab es noch Schillinge.
Das heißt, diese Praline kostete 7 Schillinge, das ist eine D-Mark, das ist 50 Euro Cent. Und das war für mich schon so ein kleines Commitment. Und dann habe ich mir diese Praline gegönnt und bin dann voller Glück, habe ich sie dann zerschmelzen lassen, ist immer ein bisschen abgebissen, so kleine Mäusebisse, und habe mich damit belohnt. Und damit war ich glücklich. Also von klitzekleiner Sache bis ganz, ganz große Sache, belohne dich. Belohne dich, weil du dann Glückshormone ausschüttest, wenn du dich selber belohnst. Dann der dritte Punkt. Der dritte Punkt ist, sei dein bester Freund. Sprich gut über dich. Sprich gut mit dir, sprich gut über dich und sei lieb zu dir. Geh liebevoll mit dir um. Also jedes Mal, wenn du dir zuhörst und dann ist irgendetwas, wo du sagst, ah, da habe ich mich wieder kritisiert, stopp sagen, dem inneren Kritiker so ein richtiges Stoppschild vor die Nase knallen und sagen, stopp, ich bin liebenswert, ich bin wundervoll und sprich nur gut über dich zu anderen. Erzähle nicht jetzt deiner besten Freundin, was für Fehler du alle hast, sondern sei liebevoll zu dir. Jetzt ist der wo ist der Übergang vom Belohnen bis hin zum Leere füllen? Genau, das spürst du in dir. Es gibt in dir eine Institution, wo du ganz genau spürst, ob du eine Leere füllst, ob du kompensierst oder ob du dir eine Belohnung gibst. Du kannst, wenn es eine große Belohnung gibt, wo du lange dafür hinsparst und wo du lange hinarbeitest, dann ist ja das Schritt für Schritt der Weg zu dem Ziel, dass du dir diese Belohnung gönnst. Ob das jetzt ein Urlaub ist oder ein Wochenende oder ein schönes Einrichtungsstück. Da weißt du ziemlich genau, ob das jetzt eine Belohnung ist oder ob du damit nur kompensierst. Wenn du dich ärgerst und du hast das Gefühl, ach Mann, jetzt gehe ich raus und jetzt kaufe ich mir einfach eine Handtasche oder Schuhe oder eine teure Knöpfe oder was auch immer, dann weißt du ja ganz genau, ob du das als Kompensation machst, ob das sozusagen eine Kaufsucht sein könnte oder sich dahin entwickelt, dass du diese Leere mit Materie füllst. Das spürst du ziemlich genau, weil du dann nämlich dich auch wieder schämst, dass du das gemacht hast und dann dich erinnerst, dass das viel zu teuer war und dann kommt ja der innere Kritiker wieder und dann machst du dich wieder fertig und dann bist du grausam zu dir. Also du weißt ganz genau, wo diese haarscharfe Grenze liegt zwischen ich belohne mich für etwas oder ich kompensiere. Auch mit Schokolade, das kann eine Kompensation sein, wo man dann einfach, die ich kenne auch sehr gut, wo ich Pralinen haufenweise in mich hineingeschaufelt habe oder ob ich mir sozusagen einen Cappuccino mache, den zelebriere, mir die Kokosmilch aufschäume und dann eine ganz tolle, super schwarze, dunkle Schokolade dann zu diesem Cappuccino und mich hinsetze und das achtsam dann zelebriere. Das ist ein Riesenunterschied. Dann der vierte Punkt ist, du machst keine Fehler, du machst Erfahrungen. Also akzeptiere, dass es etwas gibt, was sich Menschsein nennt und akzeptiere, dass dein Leben ein ständiges Zickzack ist, Veränderung auf und ab und dass du vielleicht Entscheidungen triffst, von denen du im Nachhinein denkst, das hätte ich vielleicht anders machen wollen oder anders machen können. Und genau in dem Moment hältst du inne und sagst, ich habe zur richtigen Zeit die Entscheidung getroffen, die genau richtig war. Und ich wusste es zu dem damaligen Zeitpunkt nicht anders. Achtung, formuliere das bitte. Ich wusste es zu dem damaligen Zeitpunkt nicht anders. Sag nicht, ich wusste es nicht besser, weil dann gibst du deinem Unterbewusstsein den Befehl, das war also schlecht. Weil wir immer ständig in diesem Umkehrschluss denken. Das macht immer wie so ein kleines Windmännchen. Sup, 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 sup. Und es ist dann immer die Polarität. Besser, schlechter, größer, kleiner, weniger, mehr. Also du wusstest es nicht anders. Das heißt, du hast zu dem gegebenen Zeitpunkt genauso entschieden und das war richtig so und das war gut so und du hast eine Erfahrung gemacht. Also, du machst Erfahrungen. Das ist der vierte Punkt. Du akzeptierst, dass du Erfahrungen machst und damit kannst du diese ganze Fehlergeschichte sozusagen mit anderen Augen betrachten.
Dann fünfter Punkt, wie du im Alltag das besser umsetzen kannst, Achtung, anders umsetzen kannst, ist, sei nicht so streng zu dir. Bewerte dich nicht ständig. Bewerte nicht alles besser, schlechter, sondern nimm das ein bisschen leichter. Nimm dich selber mit Humor. Das ist der sechste Punkt. Lächle öfter. Lächle dich morgens schon im Spiegel an. Ich gucke mich an und ich gucke dann nicht jetzt als allererstes, Gott sei Dank bin ich so kurzsichtig und mittlerweile ist es schlimmer geworden über die Jahre, dass ich dann schon gar nicht mehr sehe, wo ich irgendwelche Pickel habe. Das erste war früher immer, wie schaue ich denn aus? Sondern ich lächle mich an und dieses schöne Kurzsichtigsein, das hilft total. So, dann sehe ich mir, aha, siehst du, du siehst ganz schön aus. Du bist eine schöne Frau. Und dann sage ich mir, siehst du, du bist eine schöne Frau und du kannst dankbar sein, dass du so eine schöne Frau bist. Und das sage ich mir morgens in den Spiegel. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. So, dann der siebte Punkt ist, und der hat viele Unterpunkte, und den streife ich jetzt erst als Haupttitel. Der heißt, kenne deine Bedürfnisse. Wenn du deine Bedürfnisse kennst, dann weißt du, was du brauchst. Du kennst dich besser. Und wir haben deswegen auch so viele Bücher geschrieben und so viele Online-Kurse entwickelt und haben eine Online-Academy gegründet, damit du die Möglichkeit hast, wo auch immer du bist, zu einem absolut super, super Flatrate, wie man so schön sagt, Netflix für Online-Coaching, Selbstfindungskurse und Selbsthilfekurse und Persönlichkeitsentwicklung, wie sich jeder leisten kann, diese tollen Inhalte überall vom Handy aus oder vom Computer, oft unterwegs mit Kopfhörer, die kannst du dir immer anschauen. In jeder Tages- und Nachtzeit kannst du dich einloggen und bist sozusagen mit uns verbunden, mit Pierre und mir, und kannst dir hunderte von Stunden zu verschiedenen Themen Online-Kurse anschauen, die machen. Und ich habe einen wunderschönen eigenen Meditationsbereich mit geführten Meditationen und Power-Affirmationen zum Umprogrammieren deiner alten Überzeugungen und Glaubensmuster. Und natürlich haben wir auch Selbstliebe Kurse und du kannst dann bequem von zu Hause aus üben und lernen. Also kenne deine Bedürfnisse und akzeptiere sie. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir, genau, ich sage es nochmal ganz schnell, nimm dir Zeit für dich selbst. Also wir haben immer weniger Zeit. Zeit ist das kostbarste Gut, was wir haben. Und Zeit ist unglaublich wichtig, damit wir überhaupt uns wieder miteinander, mit uns selbst verbinden. Also nimm dir Zeit, atme durch. Wir werden jetzt gleich in der geführten Selbstliebe-Meditation spüren, was es bedeutet, diese kleine Zeit für sich zu nehmen. Es sind nur 5 Minuten. Was sind schon 5 Minuten? Also da sind wir leicht wieder abgelenkt durch soziale Medien. Nimm dir lieber diese 5 Minuten für dich. Morgens einfädeln, habe ich ja gesagt, diese 5 Minuten in der Aufwachphase. Dir den Tag vorstellen in deiner Lieblingsfarbe, anfangen zu lächeln und dich entscheiden, dass es ein wundervoller Tag wird. Dann wirst du auch einen wundervollen Tag erleben. Dann schenk dir etwas, das ist der zweite Punkt. Und wenn du magst, kann ich dir dann auch, wenn du mir eine E-Mail schreibst, michaelamerten@web.de, oder Kommentare schreibst unter diesem Beitrag oder natürlich dann das auch abonnierst, ich werde dir per E-Mail dann diese Punkte schicken, damit du dich immer wieder daran erinnern kannst. Hast du Lust dazu? Okay, super. Dann der dritte Punkt ist, rede gut mit dir. Hab einen angenehmen, liebevollen Dialog mit dir selber. Sobald du hörst, da ist wieder die Oma im Schacht oder Vater oder Mutter oder Onkel oder Mitbewohner, Mitkollegen, wo auch immer irgendwo irgendein Mensch in deinem Umfeld herumwabert als Erinnerung und quasi wie einen Dartpfeil in deine Richtung schießt und sagt, ich bin dein innerer Kritiker und ich lasse dich nicht los, dann wirst du sagen, stopp. Und schön wieder zurück zum Absender und dann wirst du ein inneres Stoppschild visualisieren, so ganz so richtig so, stopp, bis hierher und nicht weiter, und deine Grenzen setzen, energetisch, seelisch, emotional und wenn es sein muss, auch im richtigen Leben mit dem Ausrufen des Wortes Nein. Nein, das mache ich nicht. Nein, das lasse ich nicht mit mir machen. Nein, so geht das nicht weiter. Also trainiere dir das einfach an. Das ist auch der größte Punkt für Selbstliebe. Verzeih dir selber, wie ich schon gesagt habe, du machst Erfahrungen, keine Fehler.
Erfahrungen sind auf dem Weg zur Persönlichkeitsentwicklung unglaublich wichtig. Du bist wundervoll und du machst Erfahrungen. Du übst einfach das Leben. Wie ein Kind, wenn es spielt, mit Puppen spielt oder die Jungs mit ihren Autos und dann bauen die einen Crash und dann streiten die und. Oder beim Teamsport. Wir üben das Leben. Das Leben übt. Wir üben es. Wir brauchen nicht ständig irgendwie zu denken, oh Gott, alle sind perfekt und kommen gleich perfekt so auf die Welt. Ist mitnichten so. Dann lächle öfter. Lächeln schüttet Glückshormone aus. Also wir haben ganz, ganz viele Muskeln. Diese Muskeln sind verknüpft mit verschiedenen Gehirnzonen. Und wenn wir selbst, das ist ja das Spannende, das kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem Lach-Yoga, selbst wenn wir es noch nicht empfinden, dass wir einen Grund zum Lachen oder zum Lächeln haben, einfach machen, da gibt es Studien dafür, wo Menschen einfach so mit Holzstäbchen die Mundwinkel nach oben gehalten worden sind und allein das Lächeln an sich, das gibt dem Gehirn, die ganze Muskelpartie, Signale, Achtung, Glückshormone ausschütten und dann haben wir auch Grund zum Lächeln, weil dann kommt das Gefühl nämlich ein paar Sekunden später gleich mit. Also lächel öfter. Und dann, großer Oberbegriff, kenne deine Bedürfnisse und akzeptiere sie. Weißt du, jeder Mensch ist so komplex, so individuell und hat so viele verschiedene Bedürfnisse und wir dürfen sie alle haben. Wir sind kein schlechterer Mensch, nur weil wir ein Bedürfnis haben nach mehr Nähe, nach mehr Liebe oder nach weniger Nähe, nach Distanz. Es ist alles in Ordnung. Du bist in Ordnung, so wie du wirklich bist. Das ist Tatsache. Du bist in Ordnung, so wie du wirklich bist. Du bist genug und du bist bereits vollkommen. Du musst niemandem irgendetwas beweisen. Du musst nicht ständig irgendetwas hinterherrennen, hinterherhecheln, versuchen, krampfhaft eine Bestätigung zu finden. Das brauchst du nicht. Vielleicht tust du das noch, weil dein inneres Kind sich danach sehnt. Letztendlich, wenn du liebevoll mit dir umgehst und wenn du an deiner Selbstliebe arbeitest, baust, sie empfindest, durch die Selbstlobliste, durch das Lächeln, durch dich akzeptieren, durch dich annehmen, so wie du wirklich bist, durch einen liebevollen inneren Dialog, dann wirst du spüren, hey, das ist ja wundervoll. Ich bin ja genauso wundervoll wie alle anderen auch. Nicht nur die ganzen anderen Menschen um mich herum sind klasse und toll und schlau und intelligent und ich weiß nicht was, sondern ich auch. Gib dir selbst das, was du den anderen gibst. Und wenn es dir leichter fällt, den anderen mehr Liebe zu geben als dir, kannst du auch diesen Umweg nehmen und fang an, den anderen Komplimente zu machen und sie zu loben. Denn wenn du andere lobst, gibt es dir genauso ein Glücksgefühl. Das ist nämlich auch durch die Spiegelneuronen und durch die Verbindung, durch die Herzensverbindung mit anderen Menschen, spüren wir, wenn wir den anderen loben, es spürt sich so an, als ob wir uns selber loben. Schöner Trick, ne? Und funktioniert. Also, ich möchte jetzt mit euch gerne die geführte Meditation machen und in die Gelassenheit gehen, in die tiefe Verbindung mit dir selber. Und wenn du dann jetzt vielleicht in Resonanz gehst, wenn du Lust hast, unsere Inhalte näher kennenzulernen oder uns persönlich kennenzulernen, dann komm zu den Seminaren. Ich stelle die Seminartermine unten in den Beitrag, schreibe Kommentare, stell mir Fragen oder schreib mir eine E-Mail, michaelamerten@web.de. Die kommt garantiert bei mir an. Ich beantworte sie alle. Vielleicht nicht alle gleich, sofort, weil es so viele sind, aber ich beantworte sie alle. Du kannst mir natürlich auch auf Facebook folgen, auf Instagram. Du kannst in unsere Facebook-Gruppe eintreten und du kannst natürlich auch Mitglied werden in unserer Online-Coaching-Academy Happiness House. Und auch diesen Link schicke ich dir, denn Happiness House ist Coaching to go, wie eine Teilnehmerin, ein Mitglied schon so schön gesagt hat. Denn dann hast du immer und überall die Möglichkeit, von jedem Gerät dich einzuloggen, mit uns verbunden zu sein, diese unglaubliche Energie zu spüren und auch diesen liebevollen Umgang mit uns selbst und die Unterstützung und die Kraft der Gruppe zu nutzen. Also, und ja, und danke schön, dass du das sagst. Der Kuss aufs Ohr ist wundervoll. Ja, also wenn du möchtest, ich schicke dir natürlich dann auch den Link, wie du dich zu meiner WhatsApp
Aktion anmelden kannst. Das ist natürlich gratis, kostenlos und die heißt Kuss aufs Ohr und da bekommst du jeden Morgen eine Audiodatei mit Power-Affirmationen von mir gesprochen, geschrieben und ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich von euch Feedback bekomme über viele, viele verschiedene Inhalte, die wir euch von Herzen geben und zur Verfügung stellen. So, und die Happiness House ist eine super Family, genau, wir Hausies, genau. Wir hausen in einem Glückshaus, das ist unsere Glücksinsel, wo wir gemeinsam üben und uns weiterentwickeln und wachsen und viele Persönlichkeits-Online-Kurse haben, wie zum Beispiel Selbstliebe, wir haben den Online-Kurs Erfolgreich wünschen, wir haben den Online-Kurs Selbstvertrauen finden, wir haben den Online-Kurs Resilienz, Widerstandskraft entwickeln, Beruf, Berufung, Geld, innerer und äußerer Reichtum. Also du hast unglaublich viele verschiedene Online-Kurse und Teachings in unserer Akademie und natürlich über 100 geführte Meditationen zusätzlich. Und wir sind auch noch miteinander verbunden und wir üben auch im richtigen Leben dann. Wir haben eine ganz starke Berlin-Gruppe, Hamburg, Köln, überall üben wir Hausies miteinander und üben an unserer Glücksfähigkeit. Also. So, jetzt lade ich dich ein, dich auf deinem Stuhl ganz locker hinzusetzen, ein bisschen mit dem Po zu wackeln, damit du deine Sitzknochen spürst, die Füße parallel auf den Boden stellen und die Hände kannst du reiben, damit sie ein bisschen warm werden und dann lässt du einfach die Hände mit den Handrücken nach unten auf deine Oberschenkel plumpsen. Und schließe die Augen und folge einfach meiner Stimme. Um den Gleichklang herzustellen zwischen dem Gehirn, zwischen den Informationen, die im Gehirn ablaufen, den elektromagnetischen Impulsen und den elektromagnetischen Impulsen vom Herzen, um diesen Einklang herzustellen, gibt es eine sehr einfache Technik und die nennt sich Atmung. Und ich lade dich ein, durch die Nase einzuatmen und durch den Mund wieder auszuatmen. Lass die Augen geschlossen. Du brauchst nur meine Stimme zu folgen und durch die Nase einzuatmen und durch den Mund wieder auszuatmen. Und jetzt achte darauf, dass du auf 4 Zähler einatmest. Kurz innehältst und wieder ausatmest auf 4 Zähler, dass es eine gleichwertige Atmung ist, dass es ein gleichwertiger Atemrhythmus und Fluss ist, dass du immer schön in Verbindung bist, durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Jeder Gedanke, der jetzt hochkommt, den schickst du weg wie Wolken am Himmel. Lass sie einfach vorbeiziehen, diese Gedanken. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf dein Herz. Du kannst auch die Hand auf dein Herz legen oder beide Hände. Lenke die Aufmerksamkeit auf dein Herz und atme in dein Herzzentrum hinein. Und wenn du magst, kannst du anfangen zu lächeln. Und in dein Herzzentrum deine Lieblingsfarbe hineinspüren. Und du spürst, wie diese Farbe und dieses Gefühl der Freude und des Glücks eine wohlige Wärme in dir herstellt. Du spürst diese wohlige Wärme von, oh, wie schön, ich darf so sein, wie ich wirklich bin. Ich erlaube mir, so zu sein, wie ich wirklich bin. Ich bin in Ordnung, wie ich wirklich bin. Und spüre, dass das noch mehr Glück in dir auslöst, noch mehr Freude. Und schicke diese Freude wie Sonnenstrahlen in deinen ganzen Körper, in jede Zelle deines Seins. Wie so ein riesengroßer Push. Und Glücksgefühle durchströmen dich und du atmest ganz, ganz weit und machst deinen Brustkorb weit und du kannst auch die Arme ausbreiten und einen wohligen Seufzer rauslassen.
wie als ob du an einem wunderschönen Lieblingsort stehst. Und dieser Lieblingsort gibt dir das Gefühl, ah, das Leben ist wunderschön. Und stell dir vor, du sitzt oder stehst an deinem Lieblingsort und atmest diese wunderschöne, lichtvolle Energie in die tiefsten Tiefen deines Herzens, in den wunderschönen, heiligen Raum, den du in deinem Herzen trägst, und du pulsierst Licht und Liebe. Und so wunderschön aufgestellt richtest du deine Aufmerksamkeit auf die Dinge, für die du dankbar bist. Und das Erste, was hochkommt, vielleicht ist es dein Lieblingsmensch, schaust du an und dich durchflutet eine Welle der Dankbarkeit, dass dieser Lieblingsmensch in deinem Leben ist. Und vielleicht kommen noch mehr Lieblingsmenschen, deine Kinder, deine Eltern, deine Freunde, deine Kollegen. Jeder Lieblingsmensch, der steht jetzt vor dir und dich durchströmt eine Welle der Dankbarkeit, dass diese Lieblingsmenschen in deinem Leben sind. Und du nimmst sie an den Händen und ihr bildet einen Kreis und ihr blickt euch an, strahlend vor Glück und Dankbarkeit, dass ihr einander habt. Und jetzt, da ihr diesen Kreis geformt habt, wendet ihr eure Aufmerksamkeit in die Mitte dieses Kreises. Und du stellst aus deinem Herzzentrum all das in die Mitte des Kreises, für das du noch dankbar bist. Für deine Gesundheit. Du bist dankbar für deinen Körper. Du bist dankbar für deine Schlauheit. Dafür, dass du immer Lösungen parat hast. Du bist dankbar für deine Hilfsbereitschaft. Für dein großes Herz. Du bist dankbar für deine Talente, für dein Potenzial. Du bist dankbar, dass dir so viel gelungen ist. Du bist dankbar, dass du immer wieder aufgestanden bist, ein Stehaufmännchen bist. Du bist dankbar, dass du die ganzen Erfahrungen im Leben gemacht hast. Stell all das hinein, wofür du dankbar bist. Und es gibt noch viel mehr und noch viel mehr. Und du spürst, wie diese Mitte des Kreises überfließt vor wunderschöner, lichtvoller, glücksbeseelter, kraftvoller Energie. Und du genießt dieses Feld der Dankbarkeit und der Verbundenheit mit deinen Lieblingsmenschen. Und du weißt und spürst, dass das der einzige authentische Weg ist. Und du sagst dir jetzt selbst, leise oder laut, ich liebe mich selbst, so wie ich wirklich bin. Ich erlaube mir, mich zu lieben, so wie ich wirklich bin. Ich bin in Ordnung, so wie ich wirklich bin. Ich liebe mein Leben, so wie es ist, und freue mich darauf, zu wachsen, noch mehr Erfahrungen zu machen, das Leben zu bejahen, und ich freue mich darauf, liebevoll zu mir selbst zu sein. Ich freue mich darauf, liebevolle Selbstfürsorge walten zu lassen. Ich freue mich darauf, mich und meinen Körper liebevoll zu behandeln. Ich freue mich darauf, verbunden zu sein mit allem, was ist. Und jetzt spürst du, wie du diese Dankbarkeit weitertragen willst, über deine Lieblingsmenschen hinaus. In deine Stadt, in dein Haus, in dein Land,
in den Kontinent und über die ganze wundervolle Erdkugel, inkludierend alle wundervollen Lebewesen. Und du siehst, wie wir alle wunderschöne Lichter sind, wie unsere Herzessenz, die Essenz unseres Herzens durch uns hindurch ausstrahlt und alle Wesen erfasst. Unsere Krafttiere, die Wesen, die bei uns sind. Und wir strömen Dankbarkeit und Licht und Liebe über die ganze Welt aus, über die Ozeane, die immer wieder uns Leben geben, den Elementen, die uns Leben geben und dem immerwährenden, verändernden Kreislauf der Dinge, der Natur, deren Teil wir sind. Und wir bitten hiermit aus vollstem Herzen um Frieden und Harmonie in uns selbst, in unserer Familie und in der Welt. Wir bitten darum, dass das Liebesbewusstsein alle Menschen erfasst, auf dass sie aus tiefstem Inneren verstehen, dass wir alle eine Familie sind und wir alle Erfahrungen sammeln und dass dies ein Feld der Möglichkeiten ist und wir immer die Wahl haben, die Liebe zu wählen. Die Liebe in Gedanken, Worten und Taten. Ich wähle die Liebe auf allen Ebenen, in Gedanken, Worten und Taten. So sei es. Und genieße einen Augenblick diese wundervolle Herzensverbundenheit und blicke deine Lieblingsmenschen an und spüre, wie wundervoll es ist, zu leben, das Leben zu bejahen und hier zu sein. Und komme langsam mit jedem Einatmen ins Hier und Jetzt wieder zurück. Und atme tief durch. Ich danke dir für deine liebevolle Aufmerksamkeit. Ja, ach, es ist so schön, es ist immer so schön, achtsam zu sein und die Liebe zu wählen und da zu sein und Ja zu sagen zu dir selbst, dich zu akzeptieren, so wie du bist, denn du bist einzigartig und wundervoll und wunderschön und du hast der Menschheit und allen Menschen so viel zu geben. Weißt du, wenn du nach dem Sinn des Lebens suchst, gib deinem Leben einen Sinn. Und der Sinn ist nun mal, zu unterstützen, zu helfen, Verbundenheit zu leben, Licht und Liebe zu sein, an seiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung weiter zu tun und ja, einfach zu lieben. Ich kann es gar nicht anders sagen. So, ich lese mal, vielen Dank, danke für die schöne Energie, von Herzen danke. Ich danke euch, danke, dass ihr dabei wart. Danke für die schöne Energie. Nochmal danke für dich, liebe Michaela. Danke, danke, danke. Das ist wunderschön, super toll. Danke für die Tipps und die Meditation. Wenn es euch gefallen hat, kommt einfach, seid bei uns, seid bei Happiness House dabei in unserer Online Academy, der Family, der Glücksinsel. Macht weiter, bleibt dran. Es gibt immer Mittel und Wege und Möglichkeiten und Lösungen für alles. Okay, es gibt Erfahrungen und die sind alle richtig und gut so. Also, danke euch für eure schöne Zeit und bleibt in der Verbundenheit. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass es euch gibt. Ich habe euch ganz doll lieb und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Und bitte abonniert einfach den YouTube-Channel, findet uns auf Facebook, den Pierre Frank und mich, erfolgreich wünschen, unsere Gruppe bei Instagram, wo auch immer, denn wenn ihr keinen Beitrag mehr verpassen wollt, da gibt es Mittel und Wege und ich schicke euch gerne auch Infos zu den Seminaren, zu meinem Retreat nach Avalon, nach Glastonbury, zu dieser Woche, die wir gemeinsam verbringen mit unserer Essenz, unseres Herzens, unserer Intuition, also Selbstliebe. Liebet euch selbst, seid lieb zu euch und zu anderen und ich habe euch lieb. Bis dann, fühlt euch geliebt und geknuddelt. Bis ganz bald. Bis dann. Tschüss.